Hallo und herzlich willkommen auf meiner Seite. Ich bin Nika von Nikas Lesewahnsinn und habe für euch heute einen Einblick in ein Lesevideo von mir. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich stelle euch heute von Kim Valentine Melting the Ice vor. Das Buch ist bei Forever bei Urstein erschienen und zwar am 1.6. Man sieht auf dem Cover sofort, um was es geht. Es ist ein Eishockeyspiel. Liga abgebildet und ein Eishockeyspieler. Kim Valentine versteht sich abgrundtief auf Sportbromance mit Tiefgang und man hat das Gefühl, diese Frau verschmilzt mit dieser Sportart. Sie verpackt das Wissen so unglaublich gut, dass man, auch wenn man vielleicht keine Ahnung von Eishockey hat und es vielleicht nicht die Sportart ist, die einen jetzt anmacht, dass man nicht das Gefühl hat, ihr würde mit Begriffen um sich geschmissen werden, die ich nicht verstehe. Also man wird auch als Nicht-Fachmann gut abgeholt, mitgenommen. Das finde ich übrigens sehr, sehr wichtig im Sport-Romance, dass man einfach abgeholt wird, mitgenommen wird und sich fallen lassen kann. Und es eben nicht nur um den Sport geht, sondern auch um das Romance daneben. Und diese Story hat einen guten Tiefgang und eine Backstory, die ich echt gut finde. Ich nehme euch mit und bin gespannt, was ihr nachher sagt. Die Autorin Kim Valentine, geboren 1982, wohnt mit ihrer Familie in der Nähe von Augsburg. Sie eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten und verpflichtete sich im Anschluss daran 4 Jahre als Zeitsoldatin im Sanitätsdienst. Die Autorin liest gerne zuckersüße, Karies verursachende Romanzen und liebt Eishockey. Wann immer sie Zeit findet, widmet sie sich ihren Geschichten in ihrem Herzen. Das Buch. Wenn die Vergangenheit dich nicht loslässt. June hat gerade eine toxische Beziehung hinter sich und will sich auf ihren Neuanfang konzentrieren. Dabei kann sie keine Ablenkung gebrauchen, auch nicht von Kieran, dem neuen Mitspieler ihres Bruders, der gerade zu dessen Eishockey-Team, den Chicago Saints, gewechselt ist. Bei ihrer ersten Begegnung hält Kieran sie für einen Fan und reibt sie mit einem arroganten Sprüchen zur Weißglut. Als er dann auch noch bei ihr zu Hause auftaucht und sie um ein Date bittet, hält sie die Antwort fest. Niemals würde sie sich auf einen solchen Womanizer einlassen. Aber Kieran lässt nicht locker und June entdeckt schließlich eine Seite an ihm, die ihr Herz zum Stolpern bringt. Ja, dann nehme ich euch mal mit in Melting the Ice. Kapitel 1. Grinsend steckte ich meinen Helm auf den Griff meines Schlägers, strich mir die Haare aus der Stirn und ging auf die kleine Gruppe zu, die an der Bande stand. Sie sahen sich jedes meiner Spiele an, das wusste ich, obwohl meine Konzentration, sobald ich auf dem Eis war, ausschließlich auf dem Puck lag. Schließlich blieb in den Pausen, während die anderen Reihen auf dem Eis waren, genug Zeit, um einen raschen Blick durchs Stadion zu werfen. »Na, ihr Süßen«, begrüßte ich meine Fans und zwinkerte der Brünetten zu, mit der ich mich letzte Woche in meinem Auto vergnügt hatte. »Wie fandet ihr das Match?« Zwar war es nur ein Vorbereitungsspiel gewesen, aber wir hatten den Gegnern lassen und sie mit 5:1 vom Eis gefegt. Dementsprechend überzeugt war ich, meinen persönlichen Fanclub begeistert zu haben. »Du warst fantastisch, Kieran«, rief die Brünette, was aufgrund unserer Begegnung in der Vergangenheit durchaus zweideutig zu verstehen war. »Dein Tor war ein Traum«, meinte die Rothaarige, die mir trotz der eher kühlen Temperaturen in der Eishalle einen tiefen Einblick in ihren Ausschnitt gewährte. »Du hättest die Sharks auch ganz allein fertig machen können«, erklärte eine der beiden Blondinen in der Gruppe. Die Mädels überschlugen sich beinahe vor Bewunderung, was meinem Ego schmeichelte, doch es zeigte, dass sie vom Sport nicht sonderlich viel verstanden. Sie froren sich hier nur ihre süßen Hintern ab, weil sie auf mich flogen. Es nervte mich ein wenig, dass sie sich nicht die Mühe machten, sich näher mit Eishockey zu befassen. Ich verkniff mir aber, sie darauf hinzuweisen, dass es sich um einen Teamsport handelte. Von wegen, ich hätte die Sharks ganz alleine fertig machen können. Ohne die Jungs, die allesamt eine erstklassige Vorbereitung spielten, wäre ich aufgeschmissen. Zudem würde mir das Spielen dann bei beiden nicht so viel Spaß machen. Die meisten meiner Teamkameraden kannte ich von Kindesbeinen an und zählte sie mehr zu meinen Freunden, als sie nur als reine Mitspieler zu betrachten.
Wen von euch treffe ich in einer Stunde am Sunny Island Isles Beach? Fragte ich, statt ihn etwas zu meinem Sport zu erklären, woraufhin freudiges Quieken erklang, das ich als Zustimmung auffasste. Ich habe meinen Bikini schon an. Soll ich ihn dir zeigen, Kieran? Fragte die Blondine, die es bisher vorgezogen hatte, mich schweigend mit ihren Blicken zu verschlingen, schnurrend und zupfte dabei an den Knöpfen ihrer Bluse herum. Sie war sexy und ich wusste aufgrund des meiner Meinung nach peinlichen Handyvideos, dass mir meine Mannschaftskameraden kürzlich unter die Nase gehalten hatten, dass das Wort Nein in ihrem Wortschatz nicht existierte. Wie hieß sie gleich wieder? Helen? Harper? Holly? Sehe ich denn auch das Herztattoo auf deinem Po, Holly? Hakte ich nach und setzte mein bestes Verführerlächeln auf. Holly zog eine Schnute. Ich heiße Heather, erwiderte sie, statt sich zu fragen, woher ich von dem Tattoo wusste. Shit. Wenn ich bei ihr landen wollte, musste ich sie irgendwie besänftigen. Ich trat einen Schritt näher an, tief in die Augen und legte eine Hand an ihre freiliegende Taille. Sorry, Babe. Du bist so sexy, dass ich für einen Moment glatt deinen Namen vergessen habe. Du hast mir den Kopf verdreht, sagte sie, raspelte einen Berg Süßholz und spielte den Verlegenen. Es funktionierte. Holly, nein. Heather strich mir mit dem Zeigefinger über den Oberkörper, der dank der Schoner, die ich unter dem Trikot trug, gut zur Geltung kam und bedachte mich mit einem lasziven Lächeln. Ich habe seit 3 Wochen 2 neue Piercings, die ich dir zeigen kann. Sie sah zu ihren Brüsten und beim Gedanken daran, die Schmuckstücke zwischen meine Lippen zu nehmen, pochte es bereits in meinen Lenden. Das würde ich, begann ich zu sagen, doch die Stimme vom Coach Peterson schnitt mir das Wort ab. Crow, in mein Büro, sofort, donnerte sein Befehl durch die inzwischen fast leere Eishalle. Meine Flirtstimmung verpuffte auf der Stelle. Ich zuckte mit den Schultern und warf den 4 Frauen-Reihe um einen entschuldigenden Blick zu. Gehört, bin gleich am Strand, verabschiedete ich mich von meinen Fans und machte mich auf den Weg zum Büro des Chefstrainers. Der Strand, das Meer und die Mädels mussten noch ein paar Minuten warten, aber dafür würde ich mich später umso ausgiebiger um sie kümmern. Das liebte ich an Florida. Ich konnte am Vormittag auf dem Eis stehen und mir am Nachmittag an einem der Sandstrände die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen. Für mich war Miami der Inbegriff des Paradieses. Ich war gespannt, was mein Trainer von mir wollte, daher beeilte ich mich, um möglichst schnell in sein Büro zu gelangen. Mit Kritik rechnete ich nicht, denn die Vorbereitung auf die Saison war bisher hervorragend gelaufen. Falls ich in der Hauptrunde an meine bisherige Leistung anknüpfen konnte, hatte ich gute Chancen, bald in das Profiteam berufen zu werden, in dem mein Vater Warren zur Legende geworden war. Bereits als Kind hatte ich davon geträumt, wie er eines überzuziehen, auf dessen Brust ein Pirat prangte, der Säbel zwischen den Zähnen hielt. Ins Nachwuchsteam der Miami Pirates hatte ich es geschafft und ich würde nicht aufgeben, ehe sich mein Traum erfüllt hatte. Zwar war mein Vater schon längst niemand mehr, zu dem ich aufsah, aber mein Ziel war trotzdem dasselbe geblieben. Coach Peterson wartete hinter seinem Schreibtisch auf mich. Im Grunde genommen war es nicht ungewöhnlich, dass er mich nach einer Partie in sein Büro zitierte, um einige Dinge durchzusprechen. Schließlich war ich nicht nur sein bester Stürmer, sondern auch der Kapitän des Teams. Ich stellte den Schläger in die Ecke und setzte mich, so gut es in der kompletten Eishockeyausrüstung ging, auf den Stuhl, der vor dem penibel aufgeräumten Tisch stand. Anwesend begann er und ich nickte. Die Anzugträger, die sich eifrig Notizen gemacht hatten, waren mir ebenfalls aufgefallen. Es war nicht das erste Mal, dass Leute von den Erstligaklubs oder sogar aus dem Ausland geschickt worden waren, um mein Können unter die Lupe zu nehmen. Ein Glück, dass mir heute so gut wie alles gelungen war. Die beiden Tore sprachen ohnehin für sich. War meinem Traumteam nun endlich klar geworden, dass ich eine Bereicherung für ihre Sturmreihen wäre? Einer der Scouts war mir vage bekannt vorgekommen und ich meinte, dass er im Auftrag der Pirates unterwegs war. Eine kribbelnde Euphorie. Schon Coach, schieb den Vertrag über den Tisch, beschwor ich mein Gegenüber im Stillen und bemerkte, wie ich mit jeder Sekunde, die er mich schweigend anstarrte, hibbeliger wurde. Um es kurz zu machen, du hast ein Angebot für die erste Liga. Jackpot, Baby! Genau auf diese Worte hatte ich mein gesamtes bisheriges Leben gewartet. Wohin und wann?
platzte es ungeduldig aus mir heraus, obwohl ich mich auf dem Rand eine Welle aus purer Energie durch meinen Körper. Mich hielt nichts mehr auf den Stuhl und ich sprang so hastig auf, dass er umkippte. »Etwa zu den Pirates?« bohrte ich nach, aber je länger der Kurt schwieg, umso stärker wurde das klamme Gefühl in meiner Brust. Es fühlte sich wie ein Fausthieb in den Magen an, als Peterson plötzlich seufzte und den Kopf schüttelte. »Setz dich«, wies er mich an und bedachte mich mit einem strengen Blick, bis ich den Stuhl aufgehoben und wieder Platz genommen hatte. Heilige Scheiße, mein Herz hämmerte heftiger als es nach einer seiner Straftrainingseinheiten der Fall war. War ich in einer Ausgabe von Prankit gelandet, in der Leute an der Nase herumgeführt und dabei gefilmt wurden? Sollte dem so sein, fand ich das alles andere als witzig. Mein Zuhause war hier. Ich wollte ein Pirate. Kapitän des Nachwuchsteams, und den ließ man nicht einfach zu saisonbedingt wechseln. Oder etwa doch? Die Saison fängt in wenigen Wochen an. Ich stecke mitten im Semester, protestierte ich rein prophylaktisch. Mein Studium in Ernährungswissenschaften spielte eher eine untergeordnete Rolle in meinem Leben. Als Argument, dass ich in Miami bleiben musste, erschien es mir allerdings ganz nützlich. Red keinen Scheiß, Kieran. Wann hast du zuletzt eine Vorlesung besucht? Im Frühjahr? Du wärst längst rausgeflogen, würde ich nicht andauernd ein gutes Wort für dich einlegen. Schon hielt dagegen. Ich presste die Lippen aufeinander, als mir im Moment lieb war. Sieh dir erstmal das Angebot an, Junge. Du musst lernen, kluge Entscheidungen zu treffen. Rational denken, wiederholte er den Rat, den er mir schon so oft gegeben hatte, und tippte sich an die Schiene. Manchmal war ich zu impulsiv, das wusste ich, aber ich arbeitete ständig an mir. Wenn es mir half, ein besserer Spieler zu werden, würde ich nicht aufgeben, bis ich die Ausgeglichenheit eines buddhistischen Mönches besaß. Er atmete tief durch und zwang mich zur Ruhe. Okay, sprich weiter, forderte ich ihn auf und drang den Drang nieder, meine Anspannung durch nervöses Auf- und Abwippen meiner Beine abzubauen. Die Saints wollen dich, fuhr Peterson fort, was sofort die Zahnräder an meinen Kopf in Bewegung setzte. Saints? Die Saints? In der ersten Liga gab es nur ein Team mit dem Namen und das war in Chicago? Kommt gar nicht in Frage, rief ich aufgebracht, während mein Trainer beneidenswert gelassen blieb. Er ließ sich bei den schweren Seufzen, das er ausstieß, mehr Zeit, als ich im Moment Geduld hatte. Um ehrlich zu sein, habe ich mit einer anderen Reaktion gerechnet. Quo, meinte er und striff sich über seinen ergrauten Bart, jeder deiner Mannschaftskameraden wäre mir um den Hals gefallen. Er deutete in Richtung Kabine, wo meine Teamkameraden vermutlich unseren Sieg feierten. Mir hingegen war die Feierlaune gründlich vergangen. Miami ist mein Zuhause. Ich studiere hier, wiederholte ich meine Gründe, weshalb dieser Transfer eine Katastrophe für mich darstellte. Meine Eltern und Freunde leben hier. Sie sind seit 10 Jahren mein Coach, fuhr ich fort und merkte dabei selbst, wie verzweifelt ich klang. Kieran, genau das ist der Punkt. Ich begleite dich lange genug, um zu wissen, dass ich dir nichts mehr beibringen kann. Du willst ein Pirate werden, und das verstehe ich. Doch damit sich der Traum erfüllt, musst du zu den Besten gehören. Das schaffst du nur, indem du die Nachwuchsliga verlässt. Das ist das Ticket dazu, schärfte er mir ein und tippte mit dem Zeigefinger auf dem Stapel Papier, der vor ihm lag. Ich schluckte die Widerworte hinunter, denn der Coach hatte mich nicht nur an der Ehre gepackt, sondern mir auch etwas klar gemacht. Manchmal musste man einen Umweg in Kauf nehmen, um an sein Ziel zu kommen. Und wie es schien, führte mich mein Umweg über Chicago. »Nimm einen letzten Rat von mir an«, sagte er und räusperte sich, ehe er weitersprach. »Setz deine Unterschrift unter den Vertrag, pack die Koffer und steig morgen früh in den Flieger nach Chicago. Reiß dir den Arsch auf und sorg dafür, dass sich alle schwarz ärgern, die dich bisher nicht wahrgenommen haben. Oder wahrgenommen und gezögert haben.« Ich legte den Kopf in den Nacken, starrte an die Decke und überlegte. Je länger ich das tat, umso mehr meine Argumente, warum dieser Wechsel eine schlechte Idee war, fielen in sich zusammen wie die Sandburgen an Miami-Stränden. Meinen Eltern stand ich nicht besonders nah. Meine Schwester Caitlin lebte in Kalifornien und mit meinen Freunden konnte ich dank Internet weiterhin in Kontakt bleiben. Eine feste Freundin hatte nie existiert und vermutlich gab es auch in der Windy City jede Menge heißer Frauen. Mein Studium interessierte mich nur wenig bis gar nicht. Insgeheim wäre ich froh, wenn mich die Uni exmatrikulieren würde. Das Einzige, was mich zögern ließ,
war die Tatsache, dass ich den Traum einer lupenreinen Pirate-Laufbahn mit der Unterschrift auf dem Vertrag der Saints unwiderruflich begraben würde. Ich dachte, ich hätte als Kapitän und Topscorer des Nachwuchsteams einen Fuß in der Tür, stand ich niedergeschlagen. Dass die Organisation von Miamis Erstligamannschaft nicht das vielversprechende Talent in mir sah, das ich gehofft hatte zu sein, war durch ihr Desinteresse nicht länger von der Hand zu weisen. Was für ein Scheißgefühl. Kieran, ich kann dich zu nichts zwingen, aber meiner Meinung nach würdest du den Fehler deines Lebens begehen, wenn du dieses Angebot ablehnst, schärfte Peterson mir ein und tippte mir mit dem Zeigefinger erneut auf den zusammengehefteten Stapel Papier, der immer noch zwischen uns lag. Bisher hatte ich ihn nicht angerührt, doch nun gab er mir einen Ruck, nahm das Vertragsangebot zur Hand und überflog die wichtigen Klauseln. 2 Jahre zu je $850.000. Zudem Prämien für jeden Punkt und einen satten Bonus für den Einzug in die Playoffs, der sich Runde um Runde steigerte. Nicht schlecht. Es kribbelte mir in den Fingern, nach einem Stift zu greifen und mit einer Unterschrift alles zu besiegeln. Ich brauche Bedenkzeit. Zumindest muss ich mit meinen Eltern darüber reden, sagte ich, um Zeit aufzuspielen. Deine Eltern. Kieran, deine Mutter betäubt sich nonstop mit Alkohol und Schmerzmitteln und dein Vater hat sich schon immer nur für sich selbst interessiert. Außerdem bist du mit 22 Jahren geschäftsfähig. Der Vertrag ist sauber. Ich habe das checken lassen, erwiderte mein Trainer. Ich entgegnete nichts, denn obwohl ich recht hatte, war es unangenehm, die Wahrheit so unverblümt an den Kopf geworfen zu bekommen. 2 Stunden. Dann gebe ich den Verantwortlichen der Saints Bescheid, dass sie bei Savard anklopfen sollen. Ich knirschte mit den Zähnen, als ich das hörte. Brandon Savard war seit 3 Jahren mein härtester Konkurrent um die Krone des punktbesten Spielers der Liga. Bisher hatte ich den Kampf immer für mich entscheiden können, aber ich hasse diesen großkotzigen Typen trotzdem. »Wo muss ich unterschreiben?« knurrte ich, woraufhin mein bisheriger Mentor einen Kugelschreiber zückte und mir entgegenhielt. »Du tust das Richtige, Junge.« Bekräftigte er meinen Entschluss, dennoch zerriss es mich fast, als ich meinen Namen hinter die mit X markierte Stelle setzte. »Chicago! Verdammte Scheiße, ich hab noch nicht mal eine Winterjacke!« Kapitel 2. Der Kies knirschte unter den Reifen, als ich den Jeep meines Zwillingsbruders auf den Parkplatz stellte. Du weißt, dass du dir die Zeit auch mit Mädchenkram vertreiben kannst und dir nicht den Arsch in der Trainingshalle abfrieren musst, meinte Finn, was ich mit einem genervten Seufzen beantwortete. Was ist deiner Meinung nach der Mädchenkram? Über Monatshygiene reden, sich die Nägel lackieren und bei Pottery Barn an den neuesten Tischdeko-Trends suchen? Gab ich spitz zurück. Mein Beifahrer zuckte mit den Schultern, was unter der dicken Daunenjacke nur schwer zu erkennen war. Naja, jedenfalls nicht in einer Eishalle hocken, um 25 Typen beim Schwitzen zuzusehen, erwiderte er und schenkte mir sein schiefes Lächeln, das die Herzen meiner Freundinnen hätte höher schlagen lassen. Wobei ich mir inzwischen nicht mehr so sicher war, ob ich überhaupt noch welche hatte. Nach dem Vorfall vor 4 Monaten hatte mich meine beste Freundin Violet von einem Tag auf den anderen fallen lassen, was ich bis heute nicht wirklich nachvollziehen konnte. Eine Erklärung für ihr seltsames Verhalten hatte ich nach wie vor nicht, obwohl ich mehrfach versucht hatte, mit ihr zu sprechen. Ihre plötzliche Ablehnung hatte mich verunsichert, woraufhin ich mich langsam von allem abgekapselt hatte. Der Umzug vor 2 Wochen und der Entschluss, meinen Bachelor, den ich benötige, um irgendwann als registrierte Krankenschwester arbeiten zu können, vorübergehend auf Eis zu legen, taten ihr Übriges. »Ich sehe dir gern beim Schwitzen zu, außerdem habe ich jede Menge Material zum Lernen dabei«, erklärte ich und langte nach hinten, um den Rucksack von der Rückbank zu holen, in dem sich der dicke Ordner mit meinen Unterlagen befand. Ich mochte zwar im Moment nicht aufs College gehen, aber ich wollte nach wie vor Krankenschwester werden und hatte fest vor, mein Studium wieder aufzunehmen, sobald ich mich in Oak Lawn, einem Stadtteil von Chicago, eingelebt hatte. Ohne weitere Argumente abzuwarten, löste ich den Anschnallgurt und stieg aus. Bruder davon abhalten, es erneut zu versuchen. Doch ich hatte mich getäuscht. »June, ich will nur«, setzte er an, nachdem er ebenfalls ausgestiegen war. »Halt die Klappe, Flynn«, fiel ich ihm mit einem tadelnden Tonfall, den ich nicht besonders ernst meinte, ins Wort. »Ich setze mich in die letzte Reihe auf die Tribüne und gebe keinen Piep von mir.« Seitdem ich vergangene Saison bei einem seiner Spieler etwas zu lautstark auf den Schiedsrichter eingeschimpft hatte, war mein Bruder meine Anwesenheit ein wenig peinlich. Dabei hatte ich ihm doch
hoch und heilig versprochen, dass das nur ein einmaliger Ausrutscher gewesen war. Bisher hatte ich ihm keinen Anlass gegeben, um an dieser Aussage zu zweifeln. Und da er nun in der ersten Liga spielte, würde ich mir eher den Mund mit Tape verkleben, als ihn in Verlegenheit zu bringen. Außerdem müsste ich gar nicht hier sein, wenn du dich nicht innerhalb einer Woche dreimal wegen überhöhter Geschwindigkeit von den Cops hättest schnappen lassen. Sie hatten gar keine Wahl, als deinen Führerschein einzuführen, hielt ich ihm vor, was ihn zum Schweigen brachte. Zusätzlich zu der gesetzlichen Strafe sanktionierte sein Team solche Vorgehen gewöhnlich rigoros mit einem Rauswurf. Aber da der Vorfall vor Beginn seines Vertragslaufzeit stattgefunden hat, war Finn nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Trotzdem hatte er eine sehr ausgiebige Entschuldigung und das Versprechen, dass ich das nicht wiederholen würde, abgegeben, um das Management zu besänftigen. Andere Mannschaften hätten ihn vermutlich dennoch vor die Tür gesetzt, daher trugen die Saints ihren Namen möglicherweise nicht völlig zu Unrecht. Finn murmelte etwas vor sich hin, das ich nicht verstehen konnte, ehe er sich die Stöpsel seiner AirPods in die Ohren steckte und in Richtung Kabine verschwand. »Hast du den Knopf gedrückt?« rief ich ihm hinterher und wartete vergebens auf eine Antwort. Also warf ich einen Blick durch die Heckscheibe und schnalzte verärgert mit der Zunge, als ich sah, dass er seine Tür natürlich nicht verriegelt hatte. Seit einigen Wochen ignorierte die Elektronik hartnäckig den Verriegelungsmechanismus der Beifahrertür. Ich nahm mir vor, ihn später zu fragen, ob er endlich einen Termin in einer Werkstatt vereinbart hatte, während ich das Versäumnis meines Bruders nachholte. Anschließend machte ich mich auf den Weg zur Tribüne. Noch immer schüchterte mich die Größe der Trainingshalle, nach der sich Finns sämtliche Vorgängerteams die Finger lecken würden, ein wenig ein. Als ich die Halle der Saints mal gesehen hatte, hatte ich die Nase gerümpft und mich gefragt, wieso man hier 1000 Sitzplätze brauchte. Doch als ich bei einem öffentlichen Training gewesen war, bei dem sich die Leute fast um die Plätze prügelten, hatte ich meinen Fehler rasch eingesehen. Chicago liebte die Saints. Nachdem ich die oberste Reihe erreicht hatte, holte ich meine Fließdecke aus dem Rucksack, wickelte sie mir um die Beine und setzte mich. Trotz des Luxus war es kalt in der Halle und die Plastikscheinsitze waren nicht sonderlich bequem. War es immer noch besser, als auf blankem Beton zu sitzen. Die Nachwuchsteams, die Finn durchlaufen hatte, hatten zum Teil unter freiem Himmel gespielt. Daher hatte ich es mir längst abgewöhnt, allzu zimperlich zu sein. Ich blätterte zu dem Kapitel über das vegetative Nervensystem und versank in meiner Lektüre, bis ich hörte, wie das Team aufs Eis kam. Aus der Entfernung konnte ich Finns Gesicht nicht erkennen, doch ich kannte seinen Gang in- und auswendig, sodass ich ihn schnell in der Masse identifiziert hatte. Eine Hälfte trug schwarze Trikots, die andere waren weiß gekleidet. Zu Beginn absolvierten die Spieler eigenständig ein leichtes Aufwärmprogramm, bis der Trainer sie mittels eines scharfen Pfiffs aus seiner Trillerpfeife an der Bahn auf einer Taktiktafel erklärte eine Übung, worauf Finn schlug sich gut und als das Training beendet war, nutzte ich die Zeit, die er unter der Dusche benötigte, um mir den Stoff, den ich eben gelernt hatte, nochmal anzusehen. Dank der finanziellen Unterstützung meiner Eltern und Finns guten Verdienst, mit dem er die Miete problemlos bezahlen konnte, war ich nicht gezwungen, zu suchen. Das bedeutete jedoch nicht, dass ich auf der faulen Haut lag. Auf mich wartete die tägliche Herausforderung, einen Haushalt zu führen, den Lernstoff der letzten drei Semester möglichst frisch zu halten und nebenbei ein Auge auf meinen Zwillingsbruder zu haben. Seit 2 Wochen wohnte ich allein mit ihm in einem kleinen Haus in einem Vorort von Chicago und fand immer mehr Gefallen daran, auf eigenen Beinen zu stehen. Der Tapetenwechsel tat mir gut und die Tatsache, dass ich nun meinem Ex-Freund Chandler nicht ständig über den Weg lief, war ein weiterer Bonus. Im Moment war es ein bisschen stressig, weil ich Chauffeurdienstleistungen erbringen musste, doch schließlich handelte es sich hierbei um einen begrenzten Zeitraum. Außerdem unterstützte ich meinen Bruder gerne, wenn es darum ging, seine Karriere voranzutreiben. Finn war bereits von Kindesbeinen an ein ausgezeichneter Eishockeyspieler gewesen und sein hartes Training war im Sommer mit einem Profivertrag bei den Saints belohnt worden. Als die Papiere vor uns lagen, war klar, dass er bald ausziehen würde, da er nicht täglich einmal quer durch die Stadt pendeln wollte und konnte. Ich hatte mich schon auf einen tränenreichen Abschied vorbereitet, aber dann war mein damaliger Freund zum Arschloch mutiert. Noch immer setzte mir zu, was er getan hatte. Und letztlich waren es meine Eltern gewesen, die die Idee hatten, dass Finns Umzug auch die Gelegenheit für meinen Neubeginn sein konnte. Da ich keinen gesteigerten Wert darauf legte, weiterhin in Chandlers Nähe zu wohnen, stimmte ich den Vorschlag, meinen Bruder zu begleiten, rasch zu.
Im Frühjahr würde ich mein Studium auf einem kleineren College fortführen und ich war zuversichtlich, dass ich meinen Ex irgendwann hinter mir lassen konnte. Nach 20 Minuten, die Finn erfahrungsgemäß zum Duschen und Umziehen brauchte, packte ich meine Sachen und ging zum Pickup. Trotz der Decke und der dicken Jacke fror ich mittlerweile und freute mich schon bald in den warmen Luftzug der Heizung halten zu können. Vor der Tür empfing mich ein schneidender Wind, der die Außentemperatur deutlich kälter wirken ließ, als sie es tatsächlich war. »Das darf doch nicht wahr sein«, schimpfte ich. Als ich sah, dass ein anderer Wagen so knapp neben Finns Pickup gefahren war, dass ich keine Chance hatte, die Fahrertür zu öffnen. Dank der defekten Zentralverriegelung konnte ich auch nicht auf der Beifahrerseite hineinklettern und war daher gezwungen, im Freien zu warten. Blieb nur zu hoffen, dass dieser Parkverbrecher wegfahren würde, ehe ich den Kältetod starb. Ich warf meinen Rucksack auf die Ladefläche und begann, auf dem Parkplatz auf und ab zu gehen, um mich warm zu halten. Der Wind blies inzwischen mit nahezu arktisch anmutigen Temperaturen über den Asphalt. Aber ich merkte rasch, dass das Gebäude, in dem sich die Umkleidekabinen des Trainingsareals befanden, einiges davon abschüttelte. Stürze und Windböen war ich gewohnt und doch überraschten sie mich immer wieder aufs Neue. Zitternd suchte ich Schutz in der Nähe des Kabinentrakts. Trotzdem spürte ich, wie der eisige Wind minütlich an Kraft gewann und mir die Tränen in die Augen trieb. »Kommen hier die Spieler raus?« erkündigte sich plötzlich eine helle Stimme und ich sah auf. Pinke Lippen, paillettenbesetzte Miniröcke, wasserstoffblonde Haare. Na toll. Puck-Bunnies. Wer hatte die denn auf das Gelände gelassen? Für gewöhnlich kam man nur mit einem Ausweis oder in Begleitung eines Saints herein. Wer will das wissen? Erwiderte ich barsch und machte keinen Hehl aus meiner Abneigung. Ich bin Stacy und das sind Maya und Ivy, antwortete die junge Frau, die sich mit ihrer Klamottenwahl definitiv in der Jahreszeit geirrt hatte oder in der Klimazone. Sie trug allen Ernstes einen Minirock und High Heels? Es waren gefühlte 5 Grad minus. Doch ein Blick zur Seite verriet mir, dass ihren Freundinnen offenbar der gleiche Irrtum unterlaufen war. Ich überlegte, wie ich sie abwimmeln konnte. Bestimmt würden sie sich bei der ersten Gelegenheit auf meinen Bruder stürzen, denn Finn zog mit seinen zerzausten braunen Haaren und den Schlafzimmerblick diese Weiber an wie ein Misthaufen, die fliegen. Ehe ich etwas sagen konnte, öffnete sich die Tür und ich wandte mich um in der Hoffnung, meinen Zwillingsbruder zu sehen. Es war nicht Finn, sondern einer seiner Teamkollegen. Kieran Grove war jedoch nicht irgendwer. Er galt als das große Talent und Finn bewunderte seine hervorragenden technischen Fähigkeiten. Vor einigen Wochen hatten die Saints die Verpflichtung gegeben und Finn hatte sich aufrichtig gefreut, mit ihm in einem Team spielen zu dürfen. Die beiden hatten sich voriges Jahr auf einer Sichtungsveranstaltung der Nationalmannschaft kennengelernt und ich vermutete, dass er auch froh war, jemanden in der Mannschaft zu haben, mit dem er zuvor schon einmal gesprochen hatte. »Kieran, oh mein Gott!« quietschten die Puck-Bunnies wie aus einem Mund und stöckelten auf ihren High Heels auf ihn zu. Statt vor dieser geballten Ladung östrogengeschwängerter Fananbetung die Flucht zu ergreifen, setzte er ein breites Grinsen auf. »Ladies, na das ist ja eine Überraschung«, begrüßte er seine Fangirls, die daraufhin loskicherten. »Hatte ich den Witz etwa verpasst?« »Nein, da war keiner gewesen.« »Gibst du mir ein Autogramm, Kai? Ich bin seit Jahren dein größter Fan. Mir bist du bereits aufgefallen, als du für die Gans gespielt hast«, rief Maya, oder war das Ivy gewesen? Egal. »Die redet wohl von den Pistols«, murmelte ich, denn so hieß das Team, dessen kompletten Nachwuchs Kieran durchlaufen hatte. Himmel, die hatten offenbar wirklich null Ahnung. »Ich möchte auch ein Autogramm, bitte«, flehte Stacy und meine Augen wurden groß, als sie den Reißverschluss ihrer ultraknappen Jacke öffnete und somit den Blick auf einen Topf freilegte, das mehr offenbarte als verbarg. »Ich hätte es gerne hier und schreib schön groß, ich mag es groß«, erklärte sie wenig subtil und zog einen Schmollmund, während sie einen dicken Filzmarker aus ihrer winzigen Handtasche fischte. Statt auf Abstand zu beharren, nahm Kieran den Stift mit einem selbstzufriedenen Grinsen entgegen und kurz darauf prangte seine Unterschrift quer über Stacys Brüsten. Als Ivy und Maya das sahen, rissen sie sich förmlich ihre Jacken vom Leib und ich musste mal all meine Körperbeherrschung aufbringen, um den Würgereiz im Zaum zu halten. »Wie konnte man sich nur so anbiedern?« Ich verzog das Gesicht, als Kieran den Bitten meiner Fans bereitwillig nachkam. »Was ist mit dir? Auf welchem Körperteil soll ich bei dir unterschreiben?« Ich brauchte einen Augenblick, ehe ich begriff, dass er mit mir sprach.
Mein Unterkiefer klappte herab und ich zeigte mit dem Zeigefinger auf mich. Redest du mit mir? Hakte ich ungläubig nach. Klar, also sag schon, willst du das Autogramm auch auf die Brüste? Langsam wurde meine Überraschung von Wut überlagert. Er stellte mich tatsächlich auf eine Stufe mit diesen leicht bekleideten Puckbunnies, die noch immer mit offenen Jacken dastanden und Kieran anschmachteten. Er sah wirklich nicht schlecht aus, aber er war deswegen kein Gott. Selbstverständlich möchte ich ein Autogramm. Ich hätte es gern auf den Hintern, begann ich und tat so, als würde ich mich aus meiner Kleidung schälen. Kannst du, ich bin die Schwester deines Teamkollegen und kein Puckbunny, du Idiot, schreiben? Fauchte ich, funkelte ihn wütend an und rauschte zu Finns Pickup, ohne eine Antwort abzuwarten. Oh oh, das nenne ich mal ein Fettnäpfchen, hörte ich Kieran scherzen, was von seinem Fangirls mit Gekicher quittiert wurde. Der eisige Wind schnitt mir wie Rasierklingen ins Gesicht, doch würde ich eher einen langsamen, qualvollen Kältetod sterben, als mich weiter im Dunstkreis dieser geistigen Tiefflieger aufzuhalten. Stellte mich hinter dem Pickup, wo ich mir ein wenig Schutz erhoffte. Als Schritte erklangen, wuchs meine Hoffnung, dass mein Bruder endlich bereit war, mit mir nach Hause zu fahren. Vielleicht wusste er, wem der Wagen neben seinem gehörte und konnte den Besitzer bitten, wegzufahren. Dummerweise tauchte anstelle von Finn erneut Kieran auf. Er sah mich an und ich hatte den Eindruck, als wäre er im Begriff, etwas zu sagen, als ich das Puck-Bunny-Trio einholte. Kai, unsere Fahrgelegenheit hat eben abgesagt. Kannst du ein Stück mitnehmen? Wir sorgen auch dafür, dass es dir gut geht. Säuselte eine der drei und klammerte sich an Grows Arm, als hätte sie plötzlich die Fähigkeit, aufrecht zu gehen, verloren. Natürlich, Mädels, springt rein, ich bin doch kein Unmensch und lass euch hier erfrieren, hörte ich ihn antworten und als ich erkannte, zu welchem Fahrzeug er ging, schnappte ich empört nach Luft. Kieran war derjenige, der mich eingeparkt hatte. Da ich ahnte, dass ein Hinweis auf sein rücksichtsloses Verhalten nur an ihm abprallen würde, presste ich die Kiefer aufeinander, schluckte die Worte hinunter und wünschte ihm stattdessen einen baldigen Heizungsausfall, während er im Stau auf dem Freeway steckte. Hätte er sich mit seinem Fahrzeug nicht so breit gemacht, hätte ich mich ins Auto setzen können und wäre nicht gezwungen gewesen, mir den Hintern abzufrieren. Zudem wäre mir die Begegnung mit ihm und den Puckbunnies erspart geblieben. Sobald die Fahrertür nicht mehr blockiert war, stieg ich ein und entriegelte die Beifahrertür. Anschließend startete ich den Motor und freute mich, als einige Minuten später warme Luft aus dem Lüftungsschlitz drang. Im Rückspiegel erkannte ich, wie ein Saint nach dem anderen das Trainingsgebäude verließ und vom Gelände fuhr. Fast schon sehnsüchtig sah ich den roten Lichtern hinterher. Ich wollte auch nach Hause. »Schwesterchen, alles klar?« begrüßte mich Finn, als er sich endlich auf den Beifahrersitz schwang. Sein Lächeln verschwand, als er mein Gesicht aus. Seit dem Vorfall mit Chandler war sein Beschützerinstinkt sehr ausgeprägt. Daher beeilte ich mich, ihn zu beruhigen, ehe er noch ausflippte. »Ich bin am Erfrieren«, wich ich aus, da ich ihm den wahren Grund für meine schlechte Laune nicht verraten wollte. Für ein Puckbunny gehalten zu werden, war in meinen Augen nämlich eine Beleidigung. Ich trug eine Jeans, eine dicke Daunenjacke und Stiefel, die ich wegen ihrer Funktionalität statt der modischen Vorzüge gekauft hatte. Nicht einmal Make-up hatte ich aufgelegt. »Du weißt, dass du mir nicht beim Training zusehen musst«, hielt mein Bruder mir erneut vor. Ich legte den Rückwärtsgang ein und buxierte Finns ungestüm aus der Parklücke. »Hast du Lust auf Pizza?«, fragte ich und wechselte damit das Thema, weil ich kein Interesse an einer Neuauflage der Diskussion hatte, die wir erst vor etwa 2 Stunden geführt hatten. Meine Absicht war offensichtlich, doch Finn kannte mich gut genug, um zu wissen, wann es besser war, einzugehen.